Ja, ihr Lieben, wir stehen jetzt hier gerade bei BEKO und ich habe hier die beiden Auszubildenden Niklas und Philipp neben mir stehen. Die beiden erzählen uns jetzt mal ein bisschen darüber, was BEKO überhaupt ist und ja, wie denen so ihre Ausbildung dort gefällt. Also BEKO ist ein Großhandel. BEKO bedeutet Bäcker und Konditoreien. Wir beliefern Bäckern und Konditoren mit jeweiligen Rohstoffen zur Herstellung ihrer Produkte. Ja, Niklas, du bist jetzt gerade angefangen im ersten Lehrjahr, hast jetzt gerade quasi deinen ersten Monat geschafft. Wie gefällt es dir denn so? Also bis jetzt gefällt es mir wirklich gut. Also die Ausbildung ist wirklich gut. Es wird viel für die Auszubildenden gemacht. Also man wird gut behandelt. Das ist schön. Also BEKO sorgt auf jeden Fall für seine Auszubildenden. Und ihr beide kommt jetzt aus zwei unterschiedlichen Bereichen. Erzähl doch mal was zu deinem Ausbildungsberuf. Was machst du? Also ich bin Fachkraft für Lagerlogistik. Ich stelle im Lager die Kundenwaren zusammen, die der jeweilige Kunde bestellt. Wir sind tätig mit Flurförderzeugen, also mit Gabelstapler, Kommissionierfahrzeugen, Handameisen. Wir stellen die Ware bereit. Und du bist dann im kaufmännischen Bereich tätig, richtig? Genau, ich mache eine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel. Ich bin jetzt seit gut 1,5 Monaten dabei. Ich bin im Moment in der Registratur tätig, das heißt, ich hefte Rechnungen ein und scanne Lieferscheine. Ich werde aber noch in andere Abteilungen mal reinschauen. Im Großen und Ganzen werde ich Ware einkaufen, ich werde Ware weiterverkaufen, ja. Also auf jeden Fall interessant. Die beiden Berufe oder Ausbildungsberufe haben wir jetzt ja schon vorgestellt. Ich weiß aber, dass BEKO noch ein bisschen mehr ausbildet. Welche Berufe sind das denn genau? Einmal der Berufskraftfahrer, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachinformatiker und dann einmal Kauffrau im großen Außenhandel und Kaufmann. Ja, liebe Ilos, dann wisst ihr jetzt, was BEKO alles so anzubieten hat und ich würde euch empfehlen, euch auf jeden Fall nochmal weiter zu informieren und dann vielleicht eure Bewerbung auch an BEKO zu schicken. Dankeschön. Dankeschön. Ja, wir stehen jetzt hier gerade bei der Brötje Handel KG mit dem Max und dem Aaron, die hier beide auch Auszubildende sind. Und die stellen uns jetzt erstmal den Betrieb Brötje überhaupt vor. Also wir sind ein Großhandel und wir, wir vertreiben diverse Sortimente im Bereich Heizung, Sanitär, Dachtechnik. Eben halt alles, was der Handwerker braucht, später um das Haus bauen zu können bzw. Renovierungen tätigen zu können. Wunderbar. Und du bist jetzt auch Auszubildender als Fachkraft für Lagerlogistik. Das heißt, du hast auch da direkt handwerklich was zu tun. Was genau machst du denn? Genau. Also ich sorge dafür, dass die Produkte später beim Kunden landen und dass die Produkte auch in der richtigen Qualität beim Kunden landen und nicht irgendwie später komplett kaputt oder so beim Handwerker ankommen. Wunderbar. Und bevor du dich darum kümmerst, dass das alles pünktlich beim Kunden ankommt, kommst du wahrscheinlich ins Spiel, Max. Was genau machst du denn? Ich bin jetzt gerade im Einkauf. Ich sorge dafür, dass die Ware auch im Lager da ist, die wir brauchen. Oder auch Ware, die bestellt werden muss, dass keine Lagerware ist, dass wir die auch direkt beim Lieferanten bestellen. Und ansonsten komme ich halt auch noch in den Verkauf. Und damit das Lager was zu tun hat und die Ware richtig kommissioniert für die Touren bereitstellt, verkaufe die halt an die Kunden. Du bist Auszubildender als Groß- und Außenhandelskaufmann und du Fachkraft für Lagerlogistik. Das sind auch die beiden Ausbildungsberufe, die Brötje hier im Standort anbietet, richtig? Genau, Büromanagement bilden wir noch alle 3 Jahre aus. Dann haben wir einen Azubi dann da. Und wie viele Azubis habt ihr insgesamt so pro Lehrjahr bei euch? Pro Lehrjahr sind das meistens so um die 6. Also seid ihr doch schon ein paar Leute da, wenn man alle Lehrjahre zusammenzählt. Unser Hauptsitz ist in Rastede-Loy im Schaff-Jürgen-Weg. Genau. Dann haben wir noch andere Standorte, unsere Abwechsel, das sind Abholtresen in Westerstede, in Oldenburg, Wittmund, Wilhelmshaven. Also auf jeden Fall hier in der Region. Genau. Wunderbar, liebe Ilos. Dann würde ich doch vorschlagen, dass ihr euch nochmal auf der Website von Brötje informiert und dann vielleicht auch eure Bewerbung abschickt. So, ihr Lieben, wir stehen jetzt hier gerade beim Land Niedersachsen und neben mir steht der liebe Roger aus dem Innenministerium, der ist dort Ausbildungsleiter und der erzählt euch jetzt mal, was es überhaupt bedeutet, eine Ausbildung beim Land Niedersachsen zu machen. Ja, liebe Freunde, ganz wichtig erst einmal, beim Land Niedersachsen gibt es unheimlich viele Ausbildungsberufe und Ausbildungsmöglichkeiten. Wir haben insgesamt im gesamten Land 80 unterschiedliche Ausbildungsberufe, die wir anbieten, in den verschiedensten Fachrichtungen, also für jeden etwas und ganz wichtig auch für jede Schulform etwas.
Ja, der Arbeitgeber Land Niedersachsen ist sehr groß, so groß, dass er der größte Arbeitgeber in Niedersachsen ist mit über 230.000 Beschäftigten. Und das sind die verschiedensten Facetten, die da abgebildet werden. Wir haben zum Beispiel die Polizei bekannt, wir haben die Justiz, wir haben hier die Kollegen von der Steuer- und Finanzverwaltung, wir haben die allgemeine Verwaltung und wir haben ganz viele verschiedene fachliche Bereiche in der Landesverwaltung. Also sind groß aufgestellt mit unzähligen Behörden, unzähligen Beschäftigungsmöglichkeiten und ganz, ganz viele Beschäftigten. Ja, das Land Niedersachsen hat ja über 80 Ausbildungsberufe und wir wollen euch jetzt einmal ein bisschen genauer vorstellen, welchen denn? Genau, und zwar den dualen Studiengang öffentliche und allgemeine Verwaltung, die dualen Studiengänge. Unser Credo ist auch immer, Nachwuchs zu finden aus der Region, für die Region, und deshalb bilden wir praktisch aus hier in Oldenburg, in den verschiedenen Landesbehörden am Standort Oldenburg. Ich stehe jetzt hier gerade mit Nadine und Kira, die beide eben diesen dualen Studiengang beim Land Niedersachsen machen, beziehungsweise du hast ihn jetzt ja gerade abgeschlossen, und die beiden erzählen euch jetzt mal ein bisschen aus ihren Erfahrungen. Ja, also ich habe gerade mein Studium öffentliche Verwaltung, wie gesagt, abgeschlossen und befinde mich in der Einführungszeit. Auch in der Studienzeit haben wir schon zwei Praktika hinter uns. Wir haben auch die Möglichkeit, unsere Praktika in verschiedenen Bereichen und Behörden zu machen. Das finde ich persönlich auch sehr gut. Da kann man nochmal verschiedene Eindrücke gewinnen und die verschiedenen Behörden auch viel später schon mal kennenlernen. Ja, und man kann schon mal Wissen aus dem Studium mit einbringen. Das ist auch schon mal sehr positiv. Ja, und du bist jetzt ja gerade noch mittendrin. Du hast das Studium noch nicht abgeschlossen. In welchem Bereich bist du denn jetzt gerade tätig? Ja, genau. Also ich habe noch ein Jahr vor mir. Ich habe aber auch schon vier Praktika jetzt machen dürfen. Also ich bin schon in drei Landesbehörden gewesen, habe jetzt gerade eine Kommune angucken dürfen. Also das nennt man dann das Fremdpraktikum, damit wir auch nicht nur sehen, was beim Land passiert, sondern auch, was außerhalb noch geschieht. Und ja, ähnlich wie bei Nadine, es ist halt total schön, dass man so viele Tätigkeiten kennenlernt und auch so vielseitige Tätigkeiten. Dadurch, dass wir ja auch nicht nur alles in der gleichen Richtung haben, sondern auch dann halt spezielle Fachgebiete haben, zum Beispiel bei der Polizei dann oder beim Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, wo man dann eher in die Lebensmittelerhaltung und sowas geht. Also es ist auch sehr interessant, dann da die verschiedenen Fachbereiche kennenzulernen. Ihr studiert sozusagen in Hannover und macht dann eure Praxisphasen hier in Oldenburg oder eben halt in einer Kommune. Ja, genau. Also das Studium, die Theoriezeit ist in Hannover und die Praxisphasen sind dann je nach dem Gebiet, wo man sich drauf beworben hat. Also Oldenburg, Braunschweig, Lüneburg, Hannover, gibt es da dann mehrere Möglichkeiten. Ja, liebe Ilos, es hat uns total viel Spaß gemacht hier heute auf der Job4U-Messe. Und vielleicht konnten wir den einen oder anderen Betrieb für euch vorstellen, der für euch interessant ist. Und ihr schickt bald eure Bewerbung ab. Tschüss!